haben wir dann bekommen. Toll, ein Tiger Shark. Ne, zwei Tiger Shark dafür, dass wir den kaputt gemacht haben. Naja. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das so gelohnt hat. Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, wie viel die Dinger wert sind. Ja, gehen wir erstmal in die Müllschleuse. Animal. Was ist? Du, ich wollte nur mal hier runterkommen. Ah ja? Gefällt dir der Geruch? Magst du Abfall und Verwesung und... Nein, nein, ich wollte nur Hallo sagen. Hallo. Warum gehst du nicht nach oben, zu den anderen? Ich meine, du fährst Einsätze mit... Lass mich hier. Im Vergleich zu den Umständen bei den Crawlern ist das hier... fürstlich. Na gut, wenn du es dir anders überlegst, wir können jederzeit miteinander plaudern. Kleiner Schwätzer. Aha. Also die Crawler dabei, dem muss er ja ziemlich abgefuckt sein, wenn der Animal hier die Müllschleuse für ein Wohnzimmer hält. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, bei denen wird es mir nicht gefallen. Ah, ich weiß nicht. Wir könnten jetzt Wetten abschließen. Wie hoch ist die Chance, dass Will es wieder versaut? Ich sag mal, ja, also zu 90% versaut das. Meiling, du bist doch eine Söldnerin. Eine Ronin. Ein Mensch auf der Woge. Verdammt, ich habe als Kind im Shogunat schon so viel Grausamkeiten gesehen, das erlebt ein scheiß Tornado-Zone-Söldner in seinem ganzen Leben nicht. Oh, das muss schlimm für dich gewesen sein. Wieso? Wie kommst du darauf, kleiner Drache? Ich war noch nie im Shogunat. Merk dir eins. Das Shogunat ist die einzige Heimat, die ein Mensch wie ich haben kann. Alles andere ist Fremde. Okay. Diesmal hat sie gar nicht versucht, den William anzugraben. Tja. Schade, lag ich mit meiner Einschätzung falsch. Amitab. Wee hey, blow the man down, Willy. Diese elende Wasserpest von Chowlump. Jemand musste ihm mal zeigen, wo der Hammer hängt. Geh zu Fuzzyhead. Hast dir einen anständigen Harry verdient, Mart. Fuzzyhead hat mir gegenüber einen Schatz erwähnt. Was ist damit? Was ist das kostbarste Ding auf der Welt? Gold ist es nicht, obwohl wir es noch nicht synthetisch herstellen können. Diamanten kann jeder Hobbychemiker erzeugen. Was denn? Sag du's mir, Skipper. Die Dinge sind nur dann kostbar, wenn wir sie dazu machen. Also, was ist nun in dem Grab? Ich verbrachte den größten Teil meines Lebens damit, Kunstwerke, Artefakte aus Oberflächenzeiten aufzustöbern. Und das ist natürlich lukrativ. Ach, tja, Quappe, sagen wir's so. Am Ende gewinnt immer die Bank. Meine Expeditionen waren immer teurer als meine Funde. Ich verstehe, also geht es nicht nur um den materiellen Wert. Doch. Eben doch, Quappe. Wenn es stimmt, was die Legenden über das Felsengrab sagen, werden wir dort so viele Artefakte finden, dass die Reise ein Ende hat. Es gibt also für manche Reisende am Ende doch ein Ziel. Das... Wow, das muss doch auch andere anlocken. Maul halten, hol mir den Klabautermann nicht an Bord, Mart. Egal, von nun an sind wir beide zwei Finger an einer Hand, mein Junge. Wow, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Der kann uns, seitdem wir jetzt hier Shaolung abgeschossen hat, scheinbar richtig gut leiden. Und Amitab ist scheinbar ein Schatzjäger, der es sich quasi so zur Aufgabe gemacht hat, so... ja, alles, was man noch so von Oberflächenzeiten kennt, zusammenzuklauben und das dann an den Meistbietenden zu versteigern. Er ist natürlich ein geiler Job eigentlich, wenn man mal so überlegt. Was meint Amitab, wenn er sagt, er und ich sind zwei Finger an einer Hand? Das bedeutet, ihr seid unzertrennbar, Mann. Natural, verstehst du? Und wo ist der Haken? Na, Willy Boy, zwei Finger an einer Hand kann man nur mit einem Messer trennen. Na trotzdem. Wenn der Alte sowas sagt, das ist ein gutes Zeichen, Mann. Hey, da läuft was schief. Geh am besten wieder zur Brücke. Zu deinem Kumpel. Okay, da war jetzt irgendein Alarm am Start. Was haben wir denn jetzt schon wieder? Ah, schon wieder Piraten. Ich hab's gewusst. Lässt man Kahn zu Wasser, wird er nass. Was ist passiert? Diese Makina-Schlampe Finch hat sich gemeldet. Wer ist dieser Swedenborg? So viel ich weiß, ihr Hauptkonkurrent. Wieso? Was gibt's? Na, dieser Typ hat sich mit ihrem Waffenprojekt aus der Lauge gemacht. Anscheinend hat er sich Deckung gekauft, hängt Bellos Bande.
Erinnerst du dich? Du wolltest ihm mal aus der Seenot helfen. Na, dann kann ich mich ja jetzt revanchieren. Finch meinte, Swedenborg darf dabei nicht sterben. Verstehe einer diese Technoale. Am besten legst du ihn lahm. Als Belohnung winkt uns zwar nicht die Superwaffe, aber doch ein ganz nettes Spielzeug. Bei Verfolgungen sollte man kein langsames Schiff nehmen, außer man weiß, dass das Ziel noch langsamer ist. Aha, also heißt es jetzt wieder alles umequippen und wir nehmen die Salty Dog. Tja, kann man nichts machen. Wobei die Mighty Maggie schon Spaß macht, also mit der ganzen Panzerung, das Ding, das kann schon einiges. Ja, wird alles demontiert, bla bla. Müssen wir auch alles wieder montieren. Was nehmen wir denn jetzt? Jeetman hat mehr. Ne, wir nehmen jetzt mal hier die Plasma Jet, die E-Impactor. Falls wir da was lahmlegen müssen. Und das nehmen wir mal für die Dicken mit. Dann nehmen wir. Tja, was nehmen wir denn? Treasure Shark. Das ist ein Tiger Sheik. Wendigkeit. Achso, der ist wendiger dann. Hm. Ich will überlegen, ob ich noch Flash Sharks mitnehmen soll. Ne, wir nehmen die Tiger Sharks. Probieren wir die mal aus. Die hat Amitab uns ja schließlich auch gegeben. Dann basteln wir uns jetzt hier noch das ganze Zeugs rein. Die Keramikpanzerung bauen wir uns ein. Plasma Gatling. Ich will eine Plasma Gatling. Das hört sich gut an. Gibt's noch irgendwas? Ich will kein Gespräch eigentlich auslassen. Nein, gibt's nicht. Dann auf zum Dock. Swedenborgs Flucht, okay. Ja, und scheinbar hat sich das mit Hank Bellows, dass wir den am Leben gelassen haben, nicht so gelohnt, wenn die jetzt dem Swedenborg helfen. Was ein Arschloch. Swedenborg hat eine neuartige Waffe, eine Forschungsarbeit von Dr. Finch erbeutet. Amitab will diese Waffe haben. Swedenborg verfolgen, dessen Schiff lahmlegen, aber auf keinen Fall zerstören. Tja, ihr Impactor mitnehmen haben wir zum Glück instinktiv gemacht. Schlecht bezahlte, unmotivierte Mietsoldaten. Okay. Tja, schauen wir mal. Fahr mal den nächsten Nachtpunkt an. Dort gibt's ein Piratentreff. Und wir sind wieder mit unserem Quietscheentchen unterwegs. Hammergeil. Darf ich jetzt auch selbst steuern? Ja. Boah, der ist jetzt wieder ungewohnt hier. Man ist wieder so fix unterwegs. Ja, ich hab keine Ahnung. Gibt's hier nochmal irgendwelche Bonusziele oder... Tja, keine Ahnung. Hilft nix. Wir fahren jetzt erstmal zu dem Nav-Punkt. Piu! Piu! Piu, piu, piu! Haltet diesen Hitzkampf auf! Ihr kämpft mit meinem Geld! Vorsicht mal, renn mir nicht in den Fall rein! Nein, nein, nein! Mal jetzt erstmal hier ein bisschen Aufräumkommando. Du Idiot! Zack! So! Nein, die sind nicht zu stark. Die machen uns doch kaum Damage. So, immer schön ist Draven, dann können die einem nichts. Ach ja, guck mal hier, wie das funktioniert. Zack. Sind alle down. So, und weiter geht's zum nächsten Nav-Punkt. Was haben wir hier noch? Da haben wir was Blaues. Ach, dann ist das Haus da oben. Okay, da ist nichts Interessantes mehr. Da waren die ganzen Torpedotürme. Nö. Ich glaube, da müssen wir außen rumfahren, weil da werden wir wahrscheinlich nicht drüber kommen, oder? Oder? Ah, scheinbar doch. Nee, doch nicht. Tja, ein blauer Totenkopf blinkt da auf. Und Totenköpfe sind nie besonders gut. Da hinten habe ich schon wieder was Rotes gesehen. Da unten. Tja, dann mal auf sie mit Gebrüll. Diese komischen Mietsoldaten.
Eieieiei. Weg von mir. Da folgt sicher die Ratte Schwedenborg durch den Ozean. Verfolg ihn, Willy. Wo ist der? Wo ist der? Den können wir doch jetzt bestimmt... Ach, verdammt, wir haben jetzt die Tiger Sharks dabei. Verdammte Axt, da hätte ich doch die Flash Sharks nehmen sollen. Verdammt. Na egal, gucken wir jetzt erstmal, wo sich der denn hier rumtreibt. Ich sehe ihn. Ah doch, ganz unten auf der Karte, da sehe ich schon was. Salat, Swedenborg, ja. Leg ihn lahm, du weißt, seine Fracht ist Gold wert. Ja, aber ich will die Piraten dann noch. Top Form. Okay, so. Du bist jetzt erstmal so weit down. Das heißt, wir können uns erstmal um die hier kümmern. Was? Düdüt? Oh, fuck. Das ist ein Torpedo. Hat der hier Torpedos? Hahaha, am Arsch. Oh. Schnurrbart meiner Oma. Souverän gemacht, Jungchen. Komm wieder heim. Ja, Hammer, geil. Uns, was wir brauchen können. Das hat doch schon mal funktioniert. Instinktiv alles richtig gemacht. Und wir schauen jetzt nochmal, ob es hier was gibt. Aber, ich weiß nicht, sind wir von hier nicht sogar gekommen? Tja. Ich glaube, wir sind von hier gekommen. Da ist noch irgendwas. Ist vielleicht... Ach ne, das ist hier unten dieses Haus. Aber wir sind nicht von hier gekommen. Ach komm, egal. Eine Bonusmission haben wir geschafft. Immerhin. Aber es gab auch nur die eine. Swedenborg Lange Stingray. Okay. Alle Piraten verdichtet. Vendetta Gatling. Oh, das hört sich doch schon mal gut an. Gatling hört sich prinzipiell immer gut an. Da bin ich mal gespannt. Dann gucken wir doch mal. Ausrüstungskonsole. Was können die denn diese? Aha. Okay. 100 und 1000 Boden. Okay. Ja, ich check noch nicht, was das Ding kann. Das nehmen wir für die nächste Mission einfach mal mit. Da bauen wir uns den hier aus und bauen uns den da ein. Alter, schießt das Ding schnell. Alle 0,2 Sekunden 400 oder alle 0,1 Sekunden 140. Ne, sind wir eigentlich mit der Plasma-Jet besser bedient. Würde ich jetzt erstmal so sagen. Wobei, ich habe gelesen, die Vendettas sind halt besser, weil die nicht auf die, diese, was ist das denn hier, die Energie gehen. Das wäre natürlich geil. Vielleicht können wir ja noch ein vier... Na, oh. Wie gefällt dir das Leben als Abenteurer? Ich weiß nicht. Das kann ich noch nicht sagen. Gib's zu. Du liebst es. Du siehst gern die Titanflammen, in denen deine Gegner verbrennen. Die schnellen Funksprüche. Flaming Data. Dem kann man sich nicht entziehen. Meiling ist vielleicht so. Sie ist eine Ronin. Sie braucht das, wie wir Helinox zum Leben. Aha. Ja, Animal ist halt ein richtiger Krieger. Und ich habe vergessen, was ich eigentlich gerade erzählen wollte. Ah ne, doch, genau. Also, ich habe gelesen, die Vendettas, die sind halt Projektilwaffen und gehen halt nicht auf die Waffenenergie von dem Generator, der die uns zur Verfügung stellt. Das wäre natürlich gut, weil dann können wir das zum Beispiel für irgendeine mächtigere Waffe aufladen lassen und so lange mit der Vendetta da rumballern. Ha. Cooler Einsatz, Captain Cool. Ich weiß nicht. Diese Wissenschaftler. Ich hätte nie gedacht, dass bei denen so eine raue See herrscht. Ich hoffe nur, dass Gilmore im argentinischen Becken auch wirklich auf mich wartet. Und wenn nicht, dann schneidet die Amitab die Gurgel durch und streicht mit deinem Blut den Bowsprit. Ach komm. Betrachte es so. Amitab hasst den Atlantik. Er weiß nicht genau, wo wir hinwollen, wo unser Ziel liegt. Ich weiß es nicht, keiner weiß es. Unsere Nerven sind gespannt. Dann wird es wohl höchste Zeit, mir die Daumen zu drücken. Also Stony hat scheinbar keine Ahnung, wo es hingeht. Aber auf der... Moment, in der Müllschleuse ist auch wieder was los, habe ich gesehen. Oder? Habe ich mich jetzt vertan? Ich habe mich vertan. Okay, dann gehen wir auf die Brücke. Und quatschen mit Amitab.
Blow the man down, Willy. Ich muss zugeben, du stellst dich nicht allzu sehr wie ein Süßwasserhain an. Und eine neue Waffe kann unser einer ja immer gebrauchen. In diesen Zeiten, wo einem aussterbende Tierarten öfter über den Weg laufen als Credits. Danke, Skipper. Aber wichtiger ist mir im Moment das Vertrauen der Crew. Salam, Willy Boy. Nicht so voreilig. Ich gehe mal davon aus, dass diese... Professor Gilmore. Wie auch immer im argentinischen Becken auf dich wartet. Trotzdem, manch einem Halunken und Lügner hat ein Gebet mehr geholfen als bloße Hoffnung. Bete also, dass sie dort auf uns wartet. Ja, das hoffe ich. Weil sonst war das ein kurzes Abenteuer für Willy Willy. Ja, das wollen wir nicht. Angelina, was gibt's denn? Endlich, du warst bei unserem letzten Gespräch so schnell verschwunden. Hey, ich hab's geschafft. Amitabh vertraut mir. Wir setzen Kurs in den Atlantik. Sieht so aus, als würden wir den Schatz bald in Händen halten. Schön, der Schatz. Ja, es müssen Milliarden von Credits sein. Ganz Aqua kennt ihn, aber wir werden ihn finden. Wir? Meinst du Amitabh und dich? Oder Mei Ling und dich? Was soll das denn nun? Sag mal, freust du dich denn nicht? Worauf? Auf den Schatz? Du bist ein naiver, kleiner, bedauernswerter Junge. Zuerst fällst du auf gefälschte Notrufe rein, kriegst dein Schiff geklaut, lässt dich von Mayday einlullen und geiferst bereits jetzt mit Amitabh wegen des Schatzes um die Wette. Aber ich dachte, ihr alle seid unterwegs wegen des Schatzes. Schon so lange. Und jetzt besteht zum ersten Mal Hoffnung, weil ich das mit dieser Professor Gilmore klargemacht habe. Klargemacht? Wie hörst du dich an, William? Wie lange bist du jetzt bei uns? Ein paar Tage? Und sieh dich an. Deine Augen. Dann suche ich mir eben Menschen, denen meine Augen gefallen. Wow. Was ist denn mit der auf einmal los? Hat die ihre Tage oder was? Also, was soll das denn? Kackt sie uns jetzt hier von der Seite an? Ja gut, aber ich muss schon sagen, William eifert dem Schatz jetzt doch schon ziemlich hinterher, seit er jetzt erfahren hat von Amitabh, was das eigentlich ist. Da könnte sie natürlich recht haben, aber ich verstehe das bei der nicht. Die ist mal irgendwie so total verträumt und überhaupt und philosophisch und jetzt hat sie uns da quasi verbal so auf die Schnauze gehauen.